Am 27. November fand das Indie-Game-Fest unter 2G-Plus-Regeln in Köln statt. Das liebe Team des Fests hat mich eingeladen, vorbeizukommen, was ich nur zu gern gemacht habe. Es gab einige Indies zu bestaunen, die sich vorzustellen lohnen. Spiele, die ich in anderen Videos schon mal erwähnt habe, lasse ich dabei bewusst raus. So zum Beispiel Fall of Porcupine, welches mein absoluter Favorit der Gamescom-Indies war. Meine persönliche Top 10 des Indie-Game-Fests zeige ich euch jetzt in diesem Video. Den Anfang macht das rundenbasierte, taktische RPG Zodiac Legion von dem französischen Studio Draconis. Es soll im Juni 2022 für den PC erscheinen und um die 25 Euro kosten. Neben tödlichem Kampf ist auch das Management deiner Einheit von höchster Priorität. Spannende Raids, vergessene Ruinen, ein Zeitalter voller Eroberungen und Intrigen, Schlachten, Diplomatie und Magie erwarten dich, wenn du in die Fußstapfen des großen Zodiac-Meisters trittst. Eine flauschige Mischung aus Metroidvania und Shoot'em'up bietet Yarn Guardians, in welchem der Kater Rudy mit magischen Wollknäueln ein Abenteuer nach dem anderen erlebt. Besonders gut gefällt mir die Diversität der Charaktere. So zum Beispiel haben wir Lucy, welche ohne Vorderpfoten geboren wurde und wegen ihrer strengen Mutter Schwierigkeiten hat, Emotionen zu zeigen. Das schüchterne Waisenkind Nero oder auch Noriko, die ihre entführten Geschwister retten möchte und viele mehr. Auf dem fernen Planeten Venus werden Gaming und Comics zu einem ganz eigenen Erlebnis gemischt. Es ist eine Sci-Fi-Story, welche man mit interaktiven Comic-Panels sowie explorativen 3D-Szenen erleben kann. Auch Rätsel und Minigames sind Bestandteil des Gameplays. Inhaltlich geht es um eine aufregende und tragische Geschichte von Selbstfindung und Klimawandel, während man sich in einer sterbenden Welt aufhält. Besonders gut haben mir hier der visuelle Stil mit der pastelligen Farbpalette gefallen. Fans von Deckbuilding könnten sich für School of Magic interessieren. In diesem Hack-and-Slash-Roguelike kombiniert man Zaubersprüche, bekämpft grausige Kreaturen und überwindet jede Hürde, um die Aufnahmeprüfung der Magier zu bestehen. Das willst du auf jeden Fall, denn du möchtest schon Magier werden, seit du denken kannst. Als Abkömmling einer armen Familie war dir das bislang verwehrt, doch ein Stipendium gibt dir endlich die Chance, den Traum zu verwirklichen. Allerdings hat niemand behauptet, dass das einfach werden würde. Von persischen Mythen und dem tragischen Gedicht Khosrow und Shirin inspiriert, entwickelt Black Cube Games das Action-Adventure The Tale of Bistun. Als Steinmetz erwacht man ohne Erinnerung am Berg Bistun. Dort breitet sich eine Fäule aus, welche schreckliche Monster mit sich bringt. Kämpfe dich durch die verschiedenen Kreaturen, wechsle zwischen der echten Welt und dem Äther und finde mit deiner Erinnerung eine Lösung, die Bedrohung endgültig aufzuhalten. Hier kommt ein Titel, der nochmal ein gänzlich anderes Setting erhalten wird. Die Idee des Spiels und das Gameplay bleiben jedoch erhalten, daher erzähle ich euch trotzdem etwas über Mudkey. In diesem lokalen Singleplayer-Koop-Spiel steuert man zwei Charaktere gleichzeitig, einen Menschen und ein Tier. In dieser Version sind es Ravner und Varys, welche mit einem magischen Seil verbunden sind. Sie wollen gemeinsam das Bergdorf erreichen, in welchem Varys heimisch ist, doch unterwegs warten ziemlich viele Gegner auf sie. Ein Koop-Spiel, wofür man einen Mitspieler braucht, ist Get Together. Das Besondere ist, dass die einzige Verbindung mit dem Mitspieler die Stimme ist. Du und der Mitspieler bestreiten beide einen eigenen Weg im Spiel und ihr wollt euch dort wiederfinden. Allerdings gibt es unterwegs einige Rätsel, die euch am Wiedersehen hindern. So bleibt euch nichts anderes übrig, als euch gegenseitig durch das Spiel zu leiten, um dem jeweils anderen zu helfen, die Rätsel zu lösen. Auf dem dritten Platz landet ein Puzzle-Game, was noch sehr früh in der Entwicklung ist. Vor Ort konnte ich die Demo spielen, hier kann ich euch leider noch kein Gameplay zeigen. Unter dem Arbeitstitel Skooga versteckt sich ein Rätselspiel, welches Elemente von Portal und Superliminal zu etwas ganz Eigenem vereint. Ursprünglich sollte Horror mit rein, der Fokus hat sich jedoch mittlerweile komplett auf das Rätselelement verschoben. Die Demo hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man bald etwas mehr davon zeigen kann, damit auch ihr eine bessere Vorstellung davon bekommen könnt. Den zweiten Platz belegt das kreative Community-Projekt Super Dungeon Maker, bei dem der Name Programm ist. In diesem 2D-Pixel-Art-Dungeon-Editor entwirfst du eigene Dungeons mit beliebigem Schwierigkeitsgrad und teilst sie mit den anderen Spielern. Auch du kannst natürlich mit dem heldenhaften Hahn in die Werke anderer Spieler ausströmen und selbst Dungeons durchspielen. Es liegt stets an dir, wie viele Ebenen, Bosskämpfe, Items und Secrets du einbauen möchtest. Deine Favoriten kannst du dann noch positiv bewerten und im Ranking nach oben bringen. Mein persönlicher Platz 1 ist ein Action-RPG, welches von Größen wie The Witcher und Legend of Zelda inspiriert wurde. Es heißt In Antrim und soll insgesamt 5 Teile umfassen. In der Welt von Antrim leben Mensch-Tier-Hybride in 5 Regionen, der Wüste, den Wäldern, Bergen, Ozeanen und der fliegenden Stadt von Haven. Zwischen den 5 Rassen dieser Orte herrschen angespannte Verhältnisse, da Rassismus und Versklavung durch die Vogelmenschen in Haven vorherrschen. Wir selbst spielen die Fischstamme Finn.
Neben einer Hauptmission, vielen Sidequests und Rätseln müssen wir uns auch um unseren Ruf kümmern, um uns den Völkern nähern und neue Optionen freischalten zu können. Diese riesige Welt wird von einem kleinen Team mit 3 Köpfen entwickelt und soll im nächsten Jahr eine Kickstarter-Kampagne beginnen. Das Indie Game Fest war echt ein cooles Event. Durch seine familiäre Größe konnte man mit den Entwicklern wunderbar plaudern und man merkt, wie viel Herzblut in jedem einzelnen dieser Projekte steckt. Ich bin sehr gespannt, wie die Spiele sich weiterentwickeln werden. Meine Favoriten kennt ihr nun. Welche Titel sind für euch interessant? Schaut doch gerne mal auf den Twitter-Account des Indie Game Fest vorbei. Dort wurden noch viel mehr Spiele vorgestellt. Ich sage nochmal danke für die Einladung und bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns allerdings nächste Woche Freitag wieder hier. Bis dahin, eure Kuakuma.